Nein, da hat es den ersten rausgekickt. Okay, welche Box jetzt gleich sterben wird, werdet ihr jetzt erfahren. Oh mein Gott. Was? Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines. Create a code für den Ripe. Ey, Crimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier und heute gibt es wieder eine weitere Episode von iCrimex sagt in Fortnite Battle Royale. Heute spielen wir mal wieder um 2000 V-Bucks für den Gewinner. Ich würde sagen, macht mal alle ready, verprügt den Like-Button, wenn ihr das Format feiert, Leute, iCrimex sagt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich hier schön im Item-Shop. Ey Leute, mein Creator-Code schon wieder weg, Leute. Ey, da müsst ihr wirklich dran denken, alle zwei Wochen immer schön neu den Creator-Code iCrimex OG eingeben, Leute. Zack, annehmen. Let's go, schön wieder eintragen. In diesem Sinne, alle machen ready. Dann starten wir jetzt in die Runde. Okay, meine Freunde, wir sind jetzt in der... Ey, wer hat hier gerade... iCrimex sagt, aufhören, was zu werfen. Ja, ja, ihr kleinen Paulberger. Wir sind jetzt hier in der Lobby drin. Ich habe mir heute vorgenommen, iCrimex sagt, wird heute ein bisschen asozialer, ja? Also heute wird kein... Bruder, so, du, iCrimex sagt, der gerade den Basketball geworfen hat, komm mal hier neben mich. Genau da, wo ich nämlich sage, dass ich heute kein Auge zudrücke, machst du ja die Faxen, ja? Aber alles gut. So, ich würde mal behaupten... iCrimex sagt, lasst erstmal alle ein Like auf dem Video da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und jetzt iCrimex sagt, alle mitkommen, auch du, der hier gerade den Basketball geworfen hat, alle mal mitkommen. So, weil jetzt der Paulberger, der gerade den Basketball geworfen hat, iCrimex sagt, du kannst dein Leben retten, indem du durch den Fallentunnel durchkommst. iCrimex sagt, wenn du schaffst durchzukommen, dann bist du würdig wieder zur Gruppe. So, das war's dann schon wieder komplett. Hat man davon, wenn man zu viel Bälle wirft hier? So, dann würde ich sagen, kommt mal mit zur nächsten Station. Aha. So, aha, warte mal. So, ihr vier, ne? Ihr vier, ihr seid ja mitgelaufen gerade. So, aber man muss ja wirklich sagen, an der Stelle, weil ihr Ehre habt und jetzt nicht irgendwie versucht habt, euch wieder zur Gruppe zurückzustellen, will ich euch nochmal eine Chance geben. Jetzt halt die Frage, wollt ihr vier versuchen, euer Leben mit dem Fallentunnel zu retten? Da könnt ihr einmal nicken oder mit dem Kopf drehen, wie ihr wollt. Will jemand sein Leben versuchen, mit dem Fallentunnel zu retten? Okay, der... Okay, die haben alle gar keinen Bock auf den Fallentunnel, ich merke schon. Dann würde ich mal behaupten, könnt ihr euer Leben jetzt retten mit diesem kleinen Minispiel hier. iCrimex sagt, die vier, die gerade mitgelaufen sind, kommt mal mit. Also iCrimex sagt, reingehen, ja, keine Sorge. So. Okay, und jeder von euch ist jetzt auf einer unterschiedlichen Spur, genau. Wenn ich gleich von drei runterzähle, geht's los und derjenige, der den anderen als erstes zum Schneemann verwandelt, hat gewonnen. Okay, 3, 2, 1, los geht's. Und eigentlich sollte man auf seiner Spur bleiben. Oh, okay, einer wurde verwandelt, aber ich mache da eine Wiederholung, weil Galaxy Skin muss auf deiner Spur bleiben. Wir machen eine kleine Wiederholung. Ice Trap da nochmal rein. Galaxy Skin auf der Spur bleiben. Ah, okay. Da wurde der Galaxy Skin erwischt. So, jetzt halt das Ding, weil einmal auch der Galaxy Skin gewonnen hat. Ich weiß nicht, ich finde es jetzt unfair, wenn ich jetzt den Galaxy Skin abknallen würde. Komm, mach nochmal eine dritte finale Runde. Jetzt nochmal eine dritte finale Runde, konzentriert euch jetzt mal hier. Kommt jeder nochmal rein? Max, der eine schlägt hier rum. Der schlägt rum. Warte ganz kurz, alle stehen bleiben. Hier, der hier, ne? Der hier war's. iCrimex sagt, der No-Skin, der gerade andere geschlagen hat. Komm mal hier zum Fallentunnel. iCrimex sagt, weil du die anderen verwundet hast, musst du als Strafe dafür einmal durch den Fallentunnel laufen. iCrimex sagt, reinlaufen. Okay, dann würde ich sagen, jetzt nochmal wirklich eine finale, letzte Wiederholung. Ja? Also, alle, ihr habt beide noch Position, Galaxy Skin und Ice Raptor. 3, 2, 1, los geht's. Oh, der Ice Raptor wurde erwischt. Oh, shit, Bruder, es tut mir leid. Aber Ice Raptor, also iCrimex sagt, ihr beiden kommt mal raus. Galaxy Skin, iCrimex sagt, Galaxy Skin geht zurück zu der Gruppe. Okay, jetzt die anderen beiden rein. Einmal bitte hier Paulberger 1 und Astronauten Paulberger 2, einmal rein. 3, 2, 1, los geht's. Oh, shit, da wurde jemand erwischt. Okay, iCrimex sagt, beide rauskommen. iCrimex sagt, Astronaut Ben geht zu der Gruppe zurück. Die beiden Verlierer hier, einmal der Ice Raptor und hier diese andere Skin, wo ich den Namen nicht weiß. Ihr habt jetzt aber die Möglichkeit, einer von euch wird wieder zurück zu der Gruppe gehen dürfen. Das Ganze wird sich entscheiden bei einem Spitzhacken-Duell. 3, 2, 1, los, verprängelt euch weg. Oh, shit. Hier, wie ist dein Name, Ice Raptor? Ghost Rapix. Okay, Ghost Rapix, du darfst zurück, iCrimex sagt, du darfst zurück zu deiner Gruppe gehen. Es wird Zeit, dass jemand von euch sich etwas aus dem iCrimex Candy Shop aussuchen darf. So, iCrimex sagt, komm mal mit zur nächsten Station. Ja, ich denke mal, diejenigen, die hier schon in den letzten Episoden mit dabei waren, die werden es schon wissen. Ich werde jetzt gleich hier in diesem... Ja, iCrimex sagt, stehen bleiben. Ich werde jetzt gleich hier in diesem Nebel-Maisfeld eine goldene Waffe droppen. Und derjenige von euch, der mir dann gleich zuerst die goldene Waffe rausbringt, darf sich etwas, einen Spezialgegenstand
in meinem Candy Shop aussuchen. Ich habe eine goldene Sniper getroppt, okay? Und dann würde ich mal behaupten, iCramix sagt, bringt mir den goldenen Gegenstand. Ich war gespannt, wenn mir gleich die goldene Sniper als erstes bringt. Oh! Okay, da war einer ganz schnell unterwegs. Wie ist dein Name? Aslan Bey. Aslan Bey, du hast mir die goldene Sniper als erstes gebracht. iCramix sagt, alle aus dem Maisfeld rauskommen und stehen bleiben. Und iCramix sagt, Aslan Bey, komm mit mir zum Shop, zum iCramix OG Shop. Es gibt drei Gegenstände, die du dir für dein Ticket kaufen kannst hier im Shop. Es ist einmal das Paket hier, dieses Geschenk. Das ist quasi ein Extra-Leben. Falls du einen Fehler machen sollst bei einer Aufgabe, kannst du dieses Geschenk einlösen, dann darfst du dich nochmal retten. Dann gibt es hier diese Boogie-Bomb. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel ausgewählt wirst, also so mäßig einen auf hier, hier Aslan Bey, komm raus, du musst das und das machen, dann kannst du den Gegenstand verwenden, um diese Aufgabe auf einen anderen einfach zu schicken. Also auch richtig asozial, kannst damit auch teilweise dein Leben retten. So als Beispiel, du musst durch diesen Fallentunnel laufen, kannst den Gegenstand einsetzen, dann muss ein anderer deiner Wahl sogar durch den Ding laufen, das ist auch krass. Und dann gibt es hier noch einmal einen Slurp Juice, der ist einfach nur ja, ein Schlürftrank halt, da hast du generell mehr Leben. Such dir dein Geschenk aus. Und ja, okay, er nimmt das Geschenk, das dachte ich mir schon. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Spiel, was ich heute erst mit dazu gemacht habe. Und deswegen würde ich sagen, iCramix sagt, kommt mal mit. iCramix sagt, ducken. Jetzt springen. Das war's komplett. iCramix sagt, weiterlaufen. Also wieder aufstehen und weiterlaufen. iCramix sagt, aufstehen, weiterlaufen, ja. iCramix sagt, stopp. iCramix sagt, ducken. Springen. iCramix sagt, springen. Okay, mitkommen. iCramix sagt, mitkommen. So, heute sind wir auf jeden Fall mit den Psychospielchen am Start. So, iCramix sagt, in einer Reihe vor mir aufstellen. Die nächste Station ist Sumo Quad, Leute. Bei Sumo Ringen kennt ihr vielleicht, muss man den anderen aus dem Ring rausdrücken. So ist das Ganze auch mit diesen Quads. Jeder schnappt sich hier gleich einen Quad. Dann fahrt ihr in die Arena rein, müsst ihr aufpassen, da ist so eine kleine Lücke. Bei der Einfahrt, da müsst ihr schon ein bisschen mit Geschwindigkeit über die Lücke rüberkommen. Ja, wenn wer es nicht schafft, der ist halt einfach raus. Das ist mir dann auch egal. und dann wird gleich eine Zeit ablaufen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze eine Minute lang. Und ihr müsst versuchen, im Ring zu bleiben. Vielleicht sogar andere rauszudrücken, wenn ihr die Konkurrenz loswerden wollt. Wer nach einer Minute noch im Ring ist, der ist noch dabei. iCramix sagt, ihr bleibt noch kurz stehen. Ich fahr schon mal vor. Also ich gebe euch als Tipp, weil hier am Anfang eine Lücke ist. Fahrt einfach mit voller Geschwindigkeit, nicht boosten, nur ganz normal volle Geschwindigkeit hier hoch, dann kommt ihr easy in die Arena rein, okay? Als Tipp an euch. Und jetzt würde ich mal behaupten, iCramix sagt, kommt in die Arena rein. Oh yeah, Leute, das sind die Kandidaten. Alle, die drin sind, iCramix sagt, stehen bleiben. Einfach mal kurz stehen bleiben, alle, die hier oben sind. So, perfekt. Dann würde ich sagen, ich gehe hier mal auf eine Aussichtsplattform. Jetzt würde ich sagen, die eine Minute läuft in 3, 2, 1, let's go! iCramix sagt, überlebt in dem Sumo-Ring oder versucht andere rauszumobben. Aber lasst euch nicht selbst erwischen. Oh shit, oh shit. Prost. Oh, nein, da hat's den ersten rausgekickt. Oh shit. Nein, nein, noch einer fällt. Oh mein Gott, da hat er die Bremse nicht rechtzeitig bekommen. Zwei Leute hat's erwischt. Im Sumo-Modus. Und 3, 2, 1, stopp. iCramix sagt stoppen, die Zeit ist abgelaufen. iCramix sagt, der Rest vom Quad absteigen und mir hinterher. Kommt mal alle rein und dann würde ich sagen, iCramix sagt, lauf im Stuhlkreis rum, so lange, bis die Musik aufhört. Let's go! Reise nach Jerusalem beginnt. Oh mein Gott, da wurde noch ein Stuhl gekämpft. Ey, Ice Reaper Skin. iCramix sagt, komm mal, stell dich mal hier an den Rand. Stell dich mal hier an den Rand. iCramix sagt, die anderen mal kurz runter von den Stühlen. Wir spielen noch eine zweite Runde. iCramix sagt, lauf wieder um den Stuhlkreis rum, bis die Musik aufhört. Oh mein Gott, was? Oh shit. Ey, ihr Dummköpfe, jeder von euch war schon öfter auf der Schulplatte drauf. Emily. Ah, wisst ihr was? iCramix sagt, ihr beide könnt euer Leben retten, wenn ihr durch den Fallentunnel lauft. Okay, komm, hier, Ice Reaper. iCramix sagt, lauf durch den Fallentunnel. Du kannst es schaffen. Vorsichtig. Jedes Ding, Platte nach Platte auslösen. Du schaffst das. Wenn jemand... Ja.
Wenn man Deathrun-Erfahrung hat, geht das, ja? Also tut mir leid, Bruder, du bist raus. Dann, Emily, komm. Ja, moin. Wie einfach jeder immer nur bis zum ersten Ding schafft. So, jeder darf sich jetzt für eine Box entscheiden. Egal welche. So, man kann das im Vorfeld noch nicht bestimmen. Und das Ding ist, ich werde jetzt die Zahlentafel machen. Wenn die Zahl 1 bis 3 kommt, dann die erste Box tot. 4 bis 6, zweite Box tot. 7 bis 9, dritte Box tot. Wenn die 10 kommt, habt ihr Glück und ihr alle dürft weiter. Akramix sagt, jeder stellt sich in eine Box rein. Ist ja eh ein Zufallsprinzip, ja? Kann man ja nicht beeinflussen. Wie die Paulberger sich nicht entscheiden können. Jeder in eine Box reinstellen. So, okay, dann werde ich jetzt mal die Zahlentafel machen. Okay, welche Box jetzt gleich sterben wird, werdet ihr jetzt erfahren. Oh, die 9! Das war's für Nummer 3 gewesen. Es tut mir leid. YouTube Legno. Ja, da kann man leider nichts machen. Das ist halt leider einfach das Zufallsprinzip. iCrimex sagt, Box 1 und Box 2, ihr seid die Finalistin, kommt raus. iCrimex sagt, rauskommen. Jetzt das Ende. Im Finale gibt es immer ein 1 gegen 1 gegen Ende. Ist damit jeder einverstanden? Okay, iCrimex sagt, mitkommen. So, okay. iCrimex sagt, jeder eine goldene Pump und eine goldene Scar. iCrimex sagt, geht hier auf diese Dinger, auf diese Treppen. So, meine Freunde, die beiden Finalisten sind jetzt auch noch schön auf 200 Leben getankt. Dann würde ich sagen, iCrimex sagt, geht auf eure Position. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, es geht los. Wer wird der Letzte sein, der noch lebt? Wird es HPTPX King sein? Boah, dicke Action da oben. Das müssen wir uns mal auf jeden Fall aus der Vogelperspektive anschauen. Oh, da ist jemand drunter gefallen. Ach du Scheiße, es geht weiter, es geht weiter. Oh mein Gott, HTTPX King ist hier unten. Black Widow oben hat den High Ground. Black Widow will den High Ground an der Stelle auch gar nicht abgeben. Sie hält weiter oben die Position. Und wahrscheinlich eher, aber das können sie. Oh, okay, okay. So, ihr habt jetzt noch eine Minute Zeit. Sonst werden vielleicht Raketen noch mit reinfliegen in das 101. Oh, HTTP ist ganz unten. Er ist ja ganz unten, Bruder. Oh, er schießt alles weg. Er schießt alles weg. Ich weiß nicht mal, ob das erlaubt ist, aber ja gut, wir haben auch keine Regeln festgelegt. Jetzt wieder alles von Neuem, ja, nochmal alles von Neuem. Aber Black Widow hat schon wieder den High Ground. Also das hat ihn nicht wirklich viel gepackt. Wir müssen das Ganze jetzt mal ein bisschen spannender machen hier. Damit hier mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Fliegen jetzt Raketen. Oh, ich hab gerade aus dem Black Widow ein bisschen erwischt, das tut mir leid, das war aus Versehen. Aber ihr braucht mir hier zu lange. Das sei Cramix sagt, hier werden meine Regeln umgesetzt. Oh, HTTPX King ist tot? Ja, GG. Na, okay, dann wer ist der Gewinner? Einmal bitte in Newton. Aslan Bey! Herzlichen Glückwunsch, du bist der Gewinner der heutigen Episode von iCrimex sagt und hast somit 2000 V-Bucks gewonnen. An dieser Stelle würde ich mal behaupten, Aslan Bey, schreib mir jetzt mal bitte auf Instagram. Und dann würde ich behaupten, das soll es von diesem Video gewesen sein. Verprügelt auf jeden Fall den Like-Button, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer iCrimex. One.